Ihr hört es mit meiner Stimme schon an, es ist schon etwas später. Vor allem ist es etwas später von einem Spätdiensttag. Das heißt, 9 Stunden Arbeit liegen hinter mir. Und das ist schon immer so ein bisschen so... Wie gesagt, vor allem von einer Woche, die zum Abgewöhnen war. Aber wenn ich diese Folge hochlade, ja, dann habe ich schon Urlaub, glaube ich. Yay, da freue ich mich so drauf. Vielleicht habe ich ja schon längst etwas aufgenommen. Und wieso ist es hier so verdächtig still? Hallo, und warum liegt hier so viel Stroh? Wird hier gerade meine Malerie auseinandergenommen? Der Zauber ist... Der ist hier. Können die sich teleportieren? Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Weißt du? Hast du denn missverstanden? Ja, ja. Hast du? Super auf uns. Manchmal hast du es halt echt drauf. So, ich glaube... Was ist denn das? Ach, Abhandlung über den Geist der Wälder. Okay, das haben wir ja schon, ne? Ich glaube, es wird reichen, wenn wir schwere Wunden heilen machen. Ja, perfekto. Und hier weiter gucken. Oder hatten wir jetzt hier schon... Schädelhaufen. Nein, den Schädelhaufen hatten wir noch nicht untersucht. Und hier scheint es noch ein bisschen weiter zu gehen. Und doch, den hatten wir schon untersucht. Mensch, Mensch, Mensch. Wie gesagt, die Höhle machen wir noch. Und dann geht es in der nächsten Woche weiter mit dem Geist der Wälder. Oh, wie die da runterkommen. Gruselig. Gruselig. Aber gut. Jedes Spiel braucht diesen Spinnen irgendwie. Die sind beliebte Gegner. Grausam sind. Willst du uns vergiften? Nein, du willst uns verlangsamen, aber das nutzt dir nichts. Und einranken willst du uns auch noch, aber das nutzt dir auch nichts. Denn der Geist von Kaninchenbär ist mit uns. Und das Schwert überhaupt, wir sind eingesponnen. Ja, du kannst aufhören. Holt euer Schwert heraus und zerhackt sie. Also nicht die Schwerter, sondern das Ding. Und dann können wir daraus Faden machen. Oh, wer von euch hat Sky Grid oder so gespielt, wo man immer so Blöcke hatte bei Minecraft und dann da drüber springen musste? Immer wenn ich die wertvollen Sachen hatte, bin ich runtergefallen. Ich war so beleidigt irgendwann mit dem Spiel. Ich konnte das nicht spielen. Überhaupt war ich in Jump'n'Run ziemlich schlecht. Auch bei Minecraft. Bei Minecraft. Wenn ihr Minecraft, falls, wenn. Habt ihr da schon mal irgendwie ein historisches Gebäude nachgebaut? Ich habe irgendwann mal das Konzil von Konstanz nachgebaut. Das sah sehr cool aus. War aber auch mördermäßig groß und ständig sind irgendwelche Gegner gespawnt, weil es relativ dunkel war. Und sobald ich irgendwelche Leuchtelemente... Was ist das? Fütterungsraum? Mein Zauber ist stärker als ihr! Meinst du? Ich finde, wir kehren mal kurz um und bereiten uns besser vor. Weil Fütterungsraum klingt irgendwie nicht gut. Also, wir entlassen Malanie. Und rasten. Ihr könnt euch nicht ausruhen, ihr seid viel zu aufgeregt. Das geht nicht. Ja, das kenne ich von, wenn die, wie gesagt, die Woche so war wie diese. Ich bin super eingeschlafen. Nach 3 Stunden war ich aber... körperlich dann wieder so ausgeruht, dass mein ständig arbeitendes Gehirn mich dann wieder wach gemacht hat. Das war dann ein bisschen ungünstig. Dann halt im Bett und arbeitet Lösungen aus, anstatt zu schlafen. Und ist am nächsten Tag dann zu müde, um sie umzusetzen quasi. Also um sie so umzusetzen, dass man sagen würde, okay, ich habe das jetzt so umgesetzt, dass ich 100% dahinter stehen kann. Ja, so kann es manchmal gehen. Aber ich will nicht schon wieder rumjammern, also vergesst einfach, was ich gesagt habe. So, und wieder hinrennen. Komm, schieß nochmal drauf. Kritischer Treffer, 6 Schaden. Ach ja, volle Finika. Ja, finde ich auch. Ich bin genau deiner Meinung. Volle Finika ist mir besonders gemein. Riesenspiel.
down, oder nie. Komm, du schaffst es. Oh, ich kann ja nicht mit dir reden. Okay. Das ist... Na toll. Hatte sich gerade selber eingesponnen. Jetzt hatte Angst. Sehr schön, aber bitte noch nicht in den Fütterungsraum. Schwert und auch Malani noch nicht. Die Zeit der Sorgen. Wir alle, die Baldur's Gate gespielt haben, wissen, was die Zeit der Sorgen ist. Das war die Zeit, in der die Götter als... Oh, mein Vertrauter ist tot, verdammt. Spinnenkönigin. Nee, tschüss, Raschelzischel, auf Wiedersehen. Ich möchte gar nichts mit dir zu tun haben. Wo ist mein Schwert? Mein Schwert ist auch weg. Hast du ihn gerade niedergeworfen, du blöde Kuh. So, wir haben ja noch ein bisschen Eisex-Geschosshagel, ja? Die würgen wir jetzt rein. Hast du ihn gelähmt? Verfehlt. Oha. Wir gehen noch mal kurz zurück, ja. Das ist unverletzt. Dieses fliegende Ding um sie herum irgendwie entfernen. Und sobald das der Fall ist, können wir... So, wir brauchen Heilung. Kannst du uns heilen? Sehr schön. Sobald dieses schwebende Dingsbums um sie herum weg ist, können wir auch wirklich etwas gegen sie ausrichten. So, Eissturm hätten wir hier noch. Schnell zaubern. Elektrischer Schlag. Kältestrahl. Nö, die sind noch nicht so schön. Außerdem wollen wir Eisgeschosshagel nicht kaputt machen. Blitz. Ich glaube, Blitz können wir mal einsetzen anstatt Vampirgriff. Nicht mit der Hand vom Mund reden. Nein, 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 so geht das nicht. So, wir rufen das Schwert. Wir rufen mal an. Wir geben dem Schwert Hast. Wir geben uns selbst Magierrüstung. Wir gehen durch das Portal. Wir sind vorbereitet und werden trotzdem sterben. Es ist auf sehr schwer gestellt und wir sind beide nur kleine, mickrige Magier. Oh, sie ist kaum verletzt. Sehr schön. So, Isaacs Geschoss habe. So viel wie möglich. Schwacher. Weil ich freue mich schon auf den Mächtigen. Das Schwert ist schon wieder weg. Wir müssen auf Bodyknock aufpassen. Nicht, dass er uns hier stirbt. Das wollen wir nämlich nicht. Aber wir haben es schon geschafft. Schnell zurück. Kostet halt was. Ist egal. Oh, er hat sich geheilt. Super. Jetzt sind wir hoffentlich noch rechtzeitig. Um ihn zu heilen. Seid gegrüßt. Ja, wir brauchen nochmal Heilung. Tut mir ja leid. Nochmal ein Schwertchen herbeirufen. Und durchs Rückrufportal gehen. Und weiter mit Zaubern um uns werfen. So viel wie möglich. Dann kriegen wir die auch noch klein. Ne? Die ist ja schon. So, einmal haben wir das noch. Und dann haben wir noch das da. Und werden vielleicht nochmal zurück... Oh, nee, das nicht. Nochmal zurückreisen. Das Schwert ist schon wieder hinüber. Die Spinne macht es immer mit einem Schlag weg. Sofort knock, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, wir schaffen das. Komm, wir schaffen das. Die hat diese komischen Meteoriten. Oh, toll, jetzt hat sie uns vergiftet. Unmöglich, Herausforderungsrat. Was? Obwohl diese Spinne keine Untiere im wissenschaftlichen Sinne, sie bieten sie doch bla 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 bla. Okay. Komm. Ja! Bodyknock! Der Spinnentöter! Wow! Wie? Und es bleibt nichts übrig. Was denn? Puh. Gut, wir kehren nochmal zurück. Wir geben tausende von Münzen aus, um zurückzukehren. Neurik. Ich fühle mich alt. Ich komme zu dir angeschlichen, noch älterer Herr, der du nicht schleichst.
Sehr schön. Und jetzt springen wir, springvergnügt wie ein junger Springbrunnen, ja. Ja, ja, es ist schon spät und ich nehme schon eine Weile auf, ja. Springen wir an diesen Ort und suchen uns noch weiter um, ja. Ich suche mich voll um, ey. Da waren wir offensichtlich schon. Dann hat die blöde Spinnenkönigin uns nichts überlassen. Ach, da ist der Fütterungsraum erst noch. Gut. Wir werden ja gleich sehen, was wir davon haben. Spinnenkokon. Spinnennetzkokon. Können wir den irgendwie Leute darum befreien? Oh, tatsächlich! Hallo, Orlane! Schön, euch zu sehen! Oh, danke, dass ihr mich aus dem Kokon befreit habt. Ich dachte schon, ich wäre dem Tode geweiht. Froh finden Spinnengewebe, wer ihr? Mein Name ist Orlane. Ich bin einer der Druiden, die von unserem Anführer Amylo fortgeschickt wurden, um herauszufinden, was mit dem Geist der Wälder nicht stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Mit mir stimmt auch so einiges nicht. Nicht, nicht. Ken Abel, schicken, finden euch. Jetzt finden. Abel, sei Dank, Dank, Dank. Es ist ein stärker Anführer, Führer, Führer. Oh nein, das sollte ich nicht so komisch betonen. Wie erwischt worden. Ich wurde in den Wald geschickt, um herauszufinden, warum die Tiere... versuchte einen der Lichtung mit dem Hirsch zu sprechen, aber das arme Tier war so sehr verwirrt, dass es mich angriff, griff, griff. Hirsch angreifen? Seltsam. Ihr so seltsam wie ihr. Er kam direkt auf mich zu. Ich versuchte auszuweichen, aber mit einem Huf hat er mich an der Seite erwischt. Er drehte um, um mich erneut zu treffen, aber dann verschwand er plötzlich. Ich rappelte mich auf und versuchte ihm zu folgen, aber dann hörte ich ein leises zwitscherndes Geräusch hinter mir. Ich drehte mich um, aber bevor ich wusste, wie mir geschah, sprang mich etwas Weiches mit langhaarigen Beinen und einer Kieferzange an. Spinnen rauskommen aus Höhle und kriegen... Ich wusste zuerst eh nicht einmal, was es war. Ich fühlte einen Biss und plötzlich fing sich alles an zu drehen. Als ich zu mir kam, war ich hier drin, vollkommen eingesponnen. Igitt, ich erwartete schon einen weiteren Biss, da seid ihr gekommen und habt mich befreit. Nochmals vielen Dank, nun muss ich die anderen Druiden finden und wir müssen sehen, was wir gegen den Geist des Waldes unternehmen können. Besser jetzt gehen, ihr seid jetzt sicher. Ich sollte nun in Ordnung sein, nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Viel Glück und seht euch vor da draußen. So, ist hier noch jemand drin? Nö, hier sind nur noch 11 Goldmünzen. Ja, jetzt steht er hier gelangweilt in der Ecke und starrt die Ecke an. Das kennen wir ja schon. Eine Läsche. So, ja, jetzt haben wir noch einen Druiden gefunden. Dafür wieder ein Adderkopf-Teil. Oh, Spinnies, hallo. Wir haben keinen magischen Geschosshagel mehr, das finde ich schade. Aber die sind alle nicht besonders Dings. Es suche meine Begleiter in Ruhe. Die sind alle vergiftet. So, wir werden gleich mal rasten. Rasten und hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Haben wir nicht noch irgendwo hier Heilertaschen? Nein, hier sind die komischen Briefe. Hier ist noch eine Heilertasche. Die Nock helfen. Malanie. Ja, Heilerfolg, sehr gut. Malanie, ja, überlebt das ja vielleicht auch so. Ja, sie hat es überstanden. Das ist schön. Attributschaden ist in Kraft getreten, aber hey, so wichtig ist das bei Malanie auch nicht. Die heilt sich sogar beim Rasten, ja sogar. Die heilt sich sogar beim Rasten, ja sogar. Guter Deutsch. Oh, zu viel. Oh, ist das jetzt soweit, dass wir zurückkehren müssen, um zu handeln? Ja, das werde ich aber wahrscheinlich offscreen machen. Und dann sehen wir uns später außerhalb der Höhle wieder, wenn es aufgeht zum, ach, wie heißt es nochmal, zu diesem Becken. Also wahrscheinlich tiefer in den Wald hinein. Ja, also werde ich jetzt nochmal speichern und wir sehen uns dann gleich. Auf Wiedersehen.